Ja, von unserem Jäger im Moment nicht so viel zu sehen, auch nicht von der Bärensammlerin, aber wir sind auch relativ. Aber der Förster, den sieht man. Immer da, wo Bäume umkippen. Das sah ihm so komisch aus, aber das war der Stamm, der da war. Ich dachte, der hat einen Hut auf oder so. So, wie sieht es mit dem Feld aus? Ganz gut. Das kann man bald ernten. Ich hoffe, wir haben noch einen Monat. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir. Ja, wir sind auch ziemlich hoch von den Temperaturen. Wir sind eigentlich schon beim Maximum. Viel wärmer darf es jetzt nicht werden. Ansonsten haben wir wieder ein Problem. Also ich denke mal, das geht sich aus bis zum Winter, dass wir, bis wir auf 0 Grad runter sind, auf jeden Fall die Kartoffeln ernten können. So, was macht unser Buddelprojekt? Noch kein sichtbarer Fortschritt. Das wäre jetzt vielleicht wieder so ein Moment, wo man den Charakter übernehmen könnte, aber eigentlich, ja, es hat ja meistens einen Grund, warum er von der Arbeit weggeht. Entweder hat er Hunger, entweder hat er Durst, irgendwas ist ja dann. Ich habe gerade echt die Befürchtung, dass ich das zu klein gewählt habe hier. Oh, ein Elch. Uiuiui. Große Viecher. So, ist er fertig? Nee, ist er noch nicht. Fehlt noch was. Und so wie es aussieht, macht er das auch erst morgen. Okay. Ich sehe im Moment allgemein keinen. Also dadurch, dass das Baby jetzt geboren wurde, müssten wir jetzt eigentlich alle Häuser auch voll haben. Und hier wird geerntet. Nee, wird noch. Wird geerntet? Wird nicht geerntet? Ich glaube, es wird geerntet. Ja, es wird geerntet. Der Hafer. Wir schaffen also auf dem Feld hier zwei Ernten im Jahr. Was natürlich gut ist. Besser wäre es natürlich, wenn die Kartoffeln jetzt auch mal langsam so weit sind. Aber der Hafer war ja auch schnell wachsend, wurde da, glaube ich, angezeigt. Von daher geht das ja. So, wie schaut's aus? Und das hier meine ich halt eben, diese Kanten, die sehen halt eben so ein bisschen, ja, sehr verzerrt aus und sehr unrealistisch eigentlich. So würde man keine Grube oder kein Fundament irgendwie ausheben. Macht keiner. Ist immer noch nicht fertig. Aber ich hatte es bei mir noch ein bisschen extremer. Ich habe da, glaube ich, aber auch nicht Fläche planieren genommen, sondern ich habe das andere genommen mit dem Absenken. So, aber wir könnten ja jetzt schon mal abschätzen, ob wir uns hier vertan haben oder nicht. Und wir haben uns, glaube ich, um ein Feld vertan. Oder passt das? Das könnte genau passen. Wow, wenn das genau passt und hier zwei sogar nebeneinander gehen würden. Das wäre cool. Aber dafür müsste der erstmal fertig werden hier mit seinem Geschippe. Ist er jetzt? Genau in dem Moment. So. Ja, sehr schön. Ja, sehr cool. Es passt. Könnten sogar noch ein bisschen rüberschieben. Wir gehen mal bis an den Rand. Ach so, da kommt nachher wieder Kinder hoch, wa? Das könnte ein bisschen steil sein. Das könnte in der Tat ein wenig steil sein. Ach, ist das. Das ist dann blöd. Das ist dann echt blöd. Wartet mal, wir versuchen mal hier so eine Rampe zu machen. Vielleicht geht das ja. Rampe, Rampe. Keine Rampe. Ich weiß nicht, wie das mit der Rampe funktionieren soll hier. Das klappt nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich hier doch das, wenn das denn geht, hier vorne noch so ein bisschen anheben. Das ist zu groß, das gibt's nicht. Ey, das ist. Sowas ist dann ärgerlich.
bringt uns da auch nichts. Also wir könnten jetzt hier vorne, das geht aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad, bis wir dann ins Wasser gehen. Das könnten wir ein bisschen anheben hier. Hilft uns aber, glaube ich, auch nicht viel weiter. Ach, so ein Sheet. Ja, wir sind wahrscheinlich jetzt zu dicht am Wasser. Das ist doof. Das ist echt blöd. Und ich glaube fast, die Kante ist wirklich zu hoch. Obwohl, von da kommt ja jetzt Holz. Vielleicht kann man hier gerade noch so lang laufen. Vielleicht geht sich das gerade so aus, aber optimal ist es definitiv nicht. Und das ist schade. Ja, also war von daher eigentlich die Ebene dann doch eine Nummer zu klein. Wir können jetzt natürlich versuchen, das Gebiet hier hinten nochmal ein bisschen abzusenken. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben. Das geht nicht. Okay. Absenken. Oder Rampe. Wir probieren mal nochmal Rampe. Und zwar hier hinten. Ja, ich weiß, dass da gebaut wird. Das ist die Frage, in welche Richtung er die Rampe versucht. Ich glaube, er versucht es von links nach rechts, so eine Rampe zu bauen. Das ist ja eigentlich falsch. Er gleicht das jetzt da nur an. Das wollen wir nicht. Ja, ich meine, gut, die laufen ja von da rein. Also, aber wir machen das trotzdem ein bisschen größer hier. Wenn es denn gehen würde, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist doch... Areal hoch, ja. Ich will eigentlich runter. Oh. Da war ein bisschen zu weit runter. Okay, wartet mal kurz. So müsste das eigentlich funktionieren. Da müssten wir nur hier vorne ansetzen. Und dann nach unten bauen. Ja, aber ihr seht, da werden jetzt nochmal richtig schöne Kanten dann entstehen. So kann man dann zumindest von hier hinten noch reinlaufen. Ich hoffe, man kommt auch noch zum Eingang, sonst müssten wir das hier nochmal abbrechen. Kann man das nochmal abbrechen? Dann müsste man es nämlich drehen. Dann wären die Eingänge nach hinten raus. Das wäre, glaube ich, schlauer. Wartet mal. Projekt abbrechen. Irgendwo gab es das doch mal, so einen Abreißen-Knopf. Ja, die tragen da jetzt immer mehr hin. Dekoration, Dekoration. Allgemeine Informationen. Ah. So, weg ist es. Okay. Dann nochmal auf ein neues. Und zwar jetzt mit dem Eingang nach hinten. Nee, es geht nicht. Jetzt geht's nicht, weil das noch blockiert ist. Aber so könnte es dann nachher funktionieren. So hast du auch einen coolen Blick aufs Wasser dann. Und wenn dann die Ebene abgesenkt ist, dann sollte das auch gehen hier hinten, dass man da praktisch reinlaufen kann. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Jetzt müssen wir erstmal noch warten, bis das Bauprojekt da abgebrochen wird. Dafür müssen die Sachen erst wieder alle weg. Und das kann noch ein bisschen dauern. Was ist denn das? Steine in der Kiste oder was? Ja, schon ein bisschen Moos drauf da. So, was macht eigentlich unser Huhn? Das ist ja erstmal die entscheidende Frage. Dem Huhn geht's immer noch gut, es hat schon 2 Eier gelegt. Aber es gibt noch keine neuen Hühner. Okay, so, jetzt warten wir noch kurz. Bis die Herrschaften das hier mal weggetragen haben. Das wird noch ein bisschen dauern, weil die haben ja schon... Oh, ein Baby wurde geboren. Ein Baby wurde geboren? Wo wurde es denn hingeboren? Es ist doch gar kein Platz mehr. Oder habe ich vorhin Platz übersehen? 3 von 3? 3 von 3? 3 von 3? 6 von 6?
wenn das passiert ist, was ich gerade denke, dass das Kind jetzt obdachlos ist, dann sollten wir uns mit dem Haus noch ein bisschen beeilen, weil ansonsten wird es nämlich so kommen, dass das Kind im Winter erfrieren wird. Und das wollen wir natürlich nicht. Oh, unsere Kartoffeln werden geerntet, das ist schon mal cool. Kartoffeln, was ist denn das hier? Gemüsetorte, okay. Das heißt, wir können auch eine Gemüsetorte backen, na lecker. So eine schöne Karottentorte oder sowas. Habe ich noch nie gegessen, habe ich aber schon mal gehört. So, nur mal ein bisschen Hände machen. Wir müssen um das Leben eines Kindes kämpfen. Oder ist das wirklich jetzt irgendwo... Aber es ist doch keiner gestorben, von daher. Das Kind Beck ist älter geworden und kann jetzt mit der Schule beginnen. Ja, es kann das aber auch sein lassen und erstmal schön arbeiten gehen, wenn es dann soweit ist. Und ich hoffe mal, das ist bald soweit. Weil das geht mir nämlich hier auf diesen Nerven, dass das jetzt zu lange dauert hier. Wir könnten jetzt rein theoretisch jemanden vom Feld... Pflanz die jetzt nochmal da. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Das werden wir nicht mehr hinkriegen hier. Definitiv nicht. Weil wir haben ja jetzt schon Herbst. Wir können froh sein, wenn wir die Kartoffeln runterkriegen. Ja, die hat jetzt eine Reihe gemacht. Jetzt ist erstmal wieder Feierabend. Wartet mal, wo ist unser Huhn? Ach, da ist es. Ich habe eben unser Huhn nicht gesehen. Das hat mir ein bisschen Sorge bereitet. So, nur mal ein bisschen hier die 6 Steine nochmal. Hier, zack. Hops, weg ist es. So, sehr schön. Dann Haus bauen. Und zwar jetzt Haus drehen vorher. Und dann Haus bauen. Da kannst du die gleich wieder umdrehen und die Steine wieder hertragen. Aber das macht er nicht. Er bringt es erstmal weg ins Lager. So, ja, mit dem Absenken haben sie auch noch nicht angefangen. Dafür müssen noch erstmal die Bäume gefällt werden. Aber da hast du nachher schon echt einen geilen Ausblick auf die Natur, so. Weißt du? So. Schön, schön noch ein bisschen aufs Wasser, Blick auf die See. Wunderbar. Ich könnte das Haus wahrscheinlich als Makler recht gut verkaufen. So, wir haben jetzt 13 Fleisch, das ist eigentlich auch noch nicht so überragend. Wir gucken mal ganz kurz, ja, wir könnten 4 Jäger einstellen, wenn wir sie denn hätten. Dann würden wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Fleisch kriegen, aber ist im Moment nicht. So, 13 Holz sind jetzt schon mal da, das ist cool. Dann fehlt uns jetzt noch Stroh, Stein, was ist das da noch? Stein und Erz fehlt uns noch, okay. Ach, dann war das bestimmt Erz, was da in der Kiste war. Wo kriegen wir denn eigentlich Erz her? Achso, das hatte ich, glaube ich, schon mal geguckt, ne? Das lag doch hier auch irgendwo rum. Ja, hier liegt Erz rum, alles klar. So, warten wir noch. Ah, da müssen wir mal einen Huhn noch, so ein, weißt du, so schlüpfen. Oder nicht? Was ist denn das hier für ein Regler? Ach so, okay. Aktuelle Anzahl der Personen oder maximale Anzahl der Personen. Das hat aber nichts mit den Tieren zu tun, die da drin sind. Boah, voll geräuchert. Was wird denn jetzt hier schon geheizt? Alter, wir haben 6... Na gut, wir haben 6 Grad, ne? Würde ich vielleicht auch die Heizung anstellen? Wartet mal, ich wollte hier eigentlich reingucken. Ja, das müsste... Das wäre noch echt cool, wenn sie da noch so ein bisschen Inneneinrichtung reinmachen. Ob die Personen jetzt damit interagieren oder nicht, ist ja erstmal egal, aber halt eben so ein bisschen, dass es von innen so ein bisschen schick noch aussieht. Wenn man da schon reingucken kann, dann sollte da auch drinnen noch was stehen, meiner Meinung nach. So, jetzt haben wir nämlich genau das Malheur, was hier passiert ist. Es ist schon gar nicht zu kalt. Warum ist denn da eine Schneeflocke? Aber wartet mal, wir müssen mal gucken. Na, jetzt wird es eng mit den Kartoffeln, ne? Können wir die auf das andere Feld noch bringen? Ja, ich will die auf dem Feld haben und nicht mehr auf dem Feld. Aber wenn ich jetzt hier wen wegnehme von dem Feld,
Ja, das bringt ja nichts. 0. Da sind hier 2, okay. Das würde funktionieren. Weil jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten, dass das hier wegkommt. Weil ohne Kartoffeln jetzt in den Winter zu gehen, wäre echt blöd. Nachdem das Haus brennt. Das qualmte da so aus dem Fenster raus, aber es war der Schornstein. So, nur mal ranhalten hier. Wo sind sie denn? Okay, dann müssen wir vielleicht... wir müssen uns jetzt auf jeden Fall darum kümmern, dass wir hier möglichst schnell... möglichst schnell das vom Feld kriegen. Mehr als 2 geht nicht. Okay. Gut, dann bringt das jetzt auch nichts, den da abzuziehen und dorthin zu setzen. Würde sich jetzt nur um das andere Feld da kümmern, dann kann er lieber Bären sammeln, falls das hier doch in die Hose geht. Also noch werden die Kartoffeln geerntet, noch sind wir auch... ja, wir sind nur noch 4 Grad, ne? Das ist... critical, kritisch. Und jetzt gerade, jetzt kommt die Nacht wieder, ne? Jetzt wird es echt extrem kalt. Nebel kommt. Man kann auch da hinten weitermachen, ne? Also nur mal so als Tipp, man muss da nicht nach ganz vorne laufen. Weil man sieht in der Regel, wo die Pflanzen waren. Komm schon, komm, komm, komm. Oh, nicht wegbringen. Erstmal abernten und stehen lassen. Na, immerhin haben wir noch einen Huhn. Das könnte man zur Not ja, glaube ich, auch in den Suppentopf schmeißen. So, wir gucken nochmal hier ganz kurz rein. Alle Ressourcen sind... nee, Steine fehlen noch. Ich wollte gerade sagen, alle Ressourcen sind schon da, aber nee, Stein fehlt noch. Und von daher müssen wir da nochmal abwarten. So, kommt jetzt mal hier ein bisschen... zack. Nur noch 2 Grad. Ja, es wird, glaube ich, doch sehr eng werden. Oh, ein Kind ist... achso, das ist, Kind ist älter geworden und kann es mit der Schule beginnen. Ist das die gleiche Meldung? Ach ne, das ist... okay. Carlo ist das diesmal, nicht Beck. Das zeichnet einen guten Bürgermeister aus, dass er die Leute alle kennt. Auf jeden Fall brauchen wir noch nicht zur Schule gehen, weil wir haben keine Schule. Und ich glaube, wir werden so schnell auch keine bauen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass wenn die zur Schule gehen, es länger dauert, bis die dann erwachsen sind und arbeiten. Was ist denn das? Ach, ein Wolf. Okay. Aber ich glaube, wir schaffen das doch noch. Weil jetzt wird ja schon wieder Tag und das heißt, am Tage müsste es ja eigentlich ein bisschen wärmer werden. Zumindest das halbe Feld kriegen wir hin. So, Hausbau läuft? Nö, fehlen noch 4 Steine. Absenken läuft auch noch nicht. Da ging es noch gar nicht voran. So, jetzt geht's los. Jetzt sind alle Ressourcen da. Nur der Baumeister geht erstmal wieder. Ah, fürs halbe Feld müssen wir, glaube ich, noch eine Reihe abkriegen hier, aber es sind immer noch 2 Grad, also es ist noch nicht sehr warm geworden jetzt. Auch wenn die Sonne scheint. Es bringt uns noch nicht so viel weiter im Moment. Gut, aber ich würde mal sagen, ob wir das noch schaffen mit den Kartoffeln oder nicht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen, einen Daumen da lassen. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von meindika.de.